komm schon. Komm schon. Na also. Oh, ertappt. Gut, man kann das hier durchaus belächeln oder als unwürdig bezeichnen, wenn man denn Pokémon-Fan ist. Es süchtig zocken, es einfach an sich vorbeiziehen lassen oder vielleicht auch als das zu sehen, was es in der Tat auch ist, nämlich vielleicht auch mehr eine App als ein Spiel. Es ist eigentlich egal, ob man dafür oder dagegen ist, zumindest im Kontext dieses Videos, denn hier soll es um die Auswirkungen von Pokémon Go gehen und die sind durchaus positiv. Erstens muss man festhalten, dass dieses Spielprinzip von Ingress bzw. Pokémon Go ja durchaus neuartig ist, indem man über Google Maps die reale Welt in das Spielgeschehen mit einbezieht und auf einer zweiten Ebene auf der Smartphone-Oberfläche das eigentliche Spiel drüber legt. Das wird nach diesem unfassbaren Hype natürlich nicht das letzte Spiel seiner Art gewesen sein. Ich denke mal, dass Disney dort jetzt auch in die Bresche schlagen wird. Als allererstes würde mir natürlich jetzt zeitgleich zum Kinostart von Ghostbusters einfallen, dass man auf Geisterjagd geht, aber ich glaube, dieses Franchise ist nicht stark genug. Nehmen wir einmal an, Disney macht auch ein Star Wars Go und könnte alle diese Kinderkrankheiten und negativen Aspekte ausradieren, sprich eine stabile Serververbindung herzustellen, das Jagen etwas interessanter zu gestalten. Man würde sich natürlich entweder dem Imperium oder der Rebellenallianz anschließen und dann müsste man natürlich auch die Arena-Kämpfe verbessern, denn so wie sie jetzt sind bei Pokémon Go ist das alles sehr mäßig. Wer aber die App zu Star Wars Battlefront kennt, und zwar Base Command, der kann sich ungefähr ausmalen, in welche Richtung man sonst noch gehen könnte. Da ist also sehr viel kreativer Spielraum vorhanden, den man nutzen kann. Und ich glaube, dass auch ganz viele Zweifler, die jetzt sagen, so, ach, was soll der Scheiß, mit der 2.0-Version von Go-Spielen durchaus ihren Spaß finden werden. Das ist natürlich nur ein momentaner Hype und ich glaube auch, dass er im Jahr 2016 irgendwann sich dem Ende neigen wird. Dennoch glaube ich, dass wir noch sehr viel interessantere Konzepte in Zukunft sehen werden. Und zweitens, und dieser Punkt ist bei weitem wichtiger als der erste, Pokémon ist in aller Munde. Wir hatten einen Hype um LAN-Partys, wir hatten einen Hype um die Mohunjagd und wir hatten einen Wii-Hype und jetzt stecken wir mittendrin in dem nächsten Hype. Es gibt natürlich auch negative Aspekte. Leute benutzen Pokémon Go beim Autofahren, es passieren viele Unfälle, viele Menschen starren wirklich nur noch aufs Handy, ohne wirklich diese Umwelt wahrzunehmen. Das hat auch ja so ein bisschen einen asozialen Touch, wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, man selber Pokémon Go spielt, die anderen aber nicht. Ich denke mal, das wird sich aber alles auf ein gesundes Maß herunter reduzieren lassen. Und was dort draußen bei demjenigen hängen bleibt, der eigentlich sonst überhaupt gar keine Berührungspunkte mit dem Medium Spiel hat, das wird durchaus positiv sein, denn bei ihm wird Pokémon Go durchaus als Spiel durchgehen. Ich sehe das eher als eine App, muss ich ehrlich zugeben. Und bei ihm wird hängen bleiben, Pokémon Go veranlasst die Kids noch draußen zu gehen, in Gruppen umherzuziehen und sozial zu interagieren. Also alles eher positive Aspekte. Pokémon Go hat es geschafft, dass das Medium-Spiel als solches wieder in das Zentrum aller Gesprächsthemen gerückt wird. Es wird auf der Arbeit darüber diskutiert, vom Versicherungsangestellten bis zum Bankangestellten. Alle zocken das, von klein bis hoch zu den Senioren. Alle spielen Pokémon Go, Tagesschau-Beiträge werden gesendet, die Massenmedien stürzen sich drauf, in der Familie wird drüber geredet. Das heißt, Pokémon Go schafft es meiner Ansicht nach, auch wenn der Hype dann bald mal verklungen ist, und ich gehe mal davon aus, dass es sehr bald passieren wird, dass unter dem Nenner doch das grundsätzliche Ansehen vom Medium Spiele doch leicht etwas angehoben wird. Und es ist auch, glaube ich, positiv zu verzeichnen, dass meiner Ansicht nach zumindest das Grundverständnis von Spielen etwas vertieft wird. Und das kann der gesamten Spielergemeinde und auch der Spielindustrie eigentlich nur zugutekommen.